Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Das wird ein ganz, ganz kurzes Angezockt, weil da wird, passiert nicht viel, aber ich möchte euch das Spiel unbedingt mal zeigen. Mit einem kleinen Bonus, den ihr am Ende noch von mir kriegt. Will ich mal so sagen. Also bleibt dran, sind nur 3, 4, 5 Minuten, es lohnt sich. Oh Gott. Ist ja Ohrenschmerzen. Also da kriegst du Zahnschmerzen. So, Deutsch müssen wir noch machen. Zurück. So, wir haben hier noch Extras. Haben jetzt natürlich hier noch nichts drinne. Nachrichten, Musik und unten ist gesperrt. So, wir gehen jetzt auch starten. Ich will jetzt euch auch nur antesten, also nur den Anfang zeigen, weil es passiert nichts. Es ist wie, eigentlich eher wie ein Buch. Ihr müsst euch vorstellen, wie eine Anime-Geschichte, wie ein Anime lesen, aber halt auf der PlayStation. Ja? Also hier, manchmal stellt sich vor, dass auch andere 23 hier nicht so. Und dann kann man auch Auto machen, dann skippt es nach einer Weile weiter. Man kann auch die Geschwindigkeit dann einstellen. Oder hier mit Skip kann man sich alles anpassen, damit es dann halt weitergeht. Ich mache mal jetzt. Also Skip halt glaube ich ja nicht aktiviert. So. Es geht um halt ein kleines Mädchen, um eine Frau. Ich will halt nicht zu viel spoilern. Ich zeige euch nur, dass hier auch mehr passiert als. Also es ist wirklich süß gemacht. Ich habe es auf einem anderen Profil schon. So, gleich kommt das Mädchen. Da ist er. Und dann geht es noch um die große Schwester. So. Aber Titel. Also ich will euch da nicht zu so viel spoilern. Ja? Also ist wirklich nichts, da passiert nichts weiter. Es ist einfach nur lesen. Und ihr durchs Lesen schaltet ihr dann alles frei und kriegt Trophäen. Und dann kriegt er auch am Ende, wenn er durch seid, Platin. Ja, mehr ist es nicht. Ist wirklich ein ganz kleines, simples, süßes Spiel. Und wer gerne lesen mag und Love Story und so weiter, alles. Oder du das mal auf der PlayStation machen will, für den ist das was. Jetzt zeige ich euch aber noch was für. Ich habe ja versprochen, ihr kriegt nur einen Bonus. Jetzt kommt der Bonus. Das Spiel kostet im Store, ich packe euch den Link unten runter, 10 Euro, 9,99 €. So, hier gehen wir jetzt nochmal auf Optionen. Und hier gehen wir jetzt einfach mal die Textgeschwindigkeit schnell. Automodus schnell. Übergänge aktivieren. Vorlaufmodus, jeder Text. Und dann können wir hier auch wieder rausgehen. Zurück. Und wir starten das Spiel jetzt einfach nochmal. So, es fängt wieder da an, wo wir gerade aufgehört haben. Und jetzt drücken wir einfach mal R1 für Skippen. Und jetzt können wir uns den Controller hier beiseite packen. Ach, da kommt ja eine Trophäe. Und jetzt können wir einfach warten, bis die Geschichte vorbei ist. Also ihr könnt jetzt natürlich auch langsamer einstellen, damit ihr das schneller lesen könnt. Dann braucht ihr nicht immer X drücken, wenn der Text kommt. Ihr könnt halt die Geschwindigkeit auswählen, die für euch ideal ist. Wenn ihr sagt, da halt so eine Seite soll 10 Sekunden, 20, 30 Sekunden stehen bleiben, dann bleibt die so lange stehen und dann kommt automatisch, wenn ihr Skip macht, die nächste. Ihr könntet natürlich auch so wie ich machen, hier einfach mal auf das Schnellste einstellen und dann kriegt er Platin. Ich lasse doch noch jetzt dran für euch, damit ihr das seht, dass es das wirklich Platin ist.
Also ich finde es schön, dass es so eine Spiele gibt. Also jetzt nicht wegen der, also auch schon wegen der schnellen Platin. Und das ist wohl, denke ich mal, die einfachste Platin, die wir bis jetzt hatten. Wir hatten eine bei diesem Skippo oder wie das Skippy, dieses Gecko oder wie das Spiel hieß. Und man sieht auch noch ein paar schöne Bilder. Kann die nie wieder an den Strand gehen? Sah schöner aus. Wo du dann halt schnell irgendwas eingeben musst, damit halt der Weg, weil der Weg schon vor ihm ist, wo du, damit du diese Puzzle auflösen kannst und kriegst du Platin. Mit dem Hähnchen, mit dem Typen über die Straße gehen, Hähnchen platt fahren. Bei Conan hatten wir was, ich mache noch einen Platin-Guide, da bin ich gerade am Arbeiten. Dann habe ich noch ein Spiel, das müsste eigentlich vor diesem Spiel dann online kommen, wo er nur das erste Level spielen müsst und Platin kriegt, wenn er ein bisschen was beachtet. Aber ich denke mal, das ist wirklich das einfachste Platin-Spiel ever. Einfach durchlaufen lassen den Text, fertig. Jetzt kommt die letzte goldene und jetzt gleich. Wir haben Platin. Juhu! Und dass es doch wirklich geklappt hat, zeige ich euch. So, da ist Platin. Wir haben Platin freigeschalten. Es sind halt nur ein paar goldene und zwei Bronze, eine Silber und danach kommt alles Gold. Ja, also die Schicht, habt ihr gesehen, ist jetzt auch nicht so lang, ist aber echt süß erzählt. Ja, und schon habt ihr Platin. Und wir können das jetzt auch fehlen. Jetzt kann ich ja wieder synchronisieren. So. Und es funktioniert. Zack. Wir können uns auch die Platin-Trophäe angucken und haben hier ein Bild. So, und die sind ja neu. Hier können wir auch die Eigenschaften ansehen. Ob wir da nicht löschen. Informationen. 3.5.22:17 Uhr. Jo, das ist jetzt. Also, wir haben es jetzt gemacht. Achso, das können wir ja nochmal schnell teilen. Okay. So, wir wollen es auf. So. Posten wir das mal auf Twitter, dass wir Platin gemacht haben. So, das ist wohl wirklich die einfachste Platin-Trophäe ever. Aber das Spiel ist halt auch echt süß gemacht. Kann ich euch nur empfehlen. So, dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einmal wegen dem Spiel und einmal wegen wirklich einer schnellen Platin. Ich denke mal, ich werde das für die Leute, ich werde das nur angezockt nennen. Und für die Leute, die wirklich eine ganz schnelle Platin machen, werden wir das gleich auf einem anderen Profil nochmal machen. Und mal gucken, wie lange das dauert, bis man wirklich Platin hat. So, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.